Hallo Leute, hier ist ja der Frank vom offiziellen IT Service Academy Kanal und ich will heute mal auf eine Zuschauerfrage eingehen, die ich also hier letzter Zeit vermerkt bekommen habe, und zwar die Frage, wie finde ich meine Synology? Ja, die ganz einfache Frage. Die Kunden haben ihre Synology eingerichtet, soweit hat das alles funktioniert beim ersten Mal, und beim zweiten Mal, dann ist einfach mal die Synology weg. Sie wissen nicht mehr, wo sie die Synology finden. Und genau diese Frage wollen wir in diesem Video einmal ganz kurz klären, wie das funktioniert. Also, was mache ich nun? Ja, die Synology ist soweit eingerichtet. Das hat ja wohl auch funktioniert. Ich habe ja gestern noch damit gearbeitet. Und heute, wenn ich auf die Webseite zugreifen will, ja, dann kommt hier diese lästige Fehlermeldung. Die Seite ist nicht erreichbar. Kann überhaupt nicht sein. Meine Synology steht neben mir und die blinkt wie Teufel. Das muss doch irgendwie funktionieren. Natürlich funktioniert das, klar. Wir können uns natürlich hier einfach mal eben ganz kurz von der Synology-Webseite hier mal eben schnell ein Programm herunterladen, mit dem wir die Synology ganz einfach finden können. Es gibt nämlich dafür einen entsprechenden Assistenten, der uns unsere Synology in unserem Netzwerk sucht und vor allen Dingen auch anzeigt. Dazu gehen wir einfach mal auf die Webseite von Synology.com, gehen in das Downloadzentrum. Das finden wir hier unter dem Punkt Support Downloadzentrum. Dann landen wir an dieser Stelle hier und dann wählen wir einfach mal hier den Punkt NAS aus und wählen hier unser System aus, welches wir gerade haben. Zum Beispiel die DS1618 zum Beispiel oder irgendein anderes Modell. Das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig wichtig, welches Modell wir hier tatsächlich auswählen, sondern wichtig ist, dass wir halt eben hier überhaupt erstmal auf diesen Inhalt hier drauf kommen. Dann wechseln wir einfach mal hier zu dem Thema Desktop-Dienstprogramme. Und hier sehen wir schon als allererstes ganz, ganz oben, hier ist es schon, der Download für den Synology Assistant. Genau. Der Synology Assistant, das ist sozusagen das Programm, das in der Lage ist, halt eben hier unser Netzwerk zu durchsuchen und uns eine Synology, sofern sie denn verfügbar ist und erreichbar ist, auch tatsächlich anzuzeigen. Und hier gibt es dann halt eben dieses Programm für unterschiedliche Betriebssysteme, zum Beispiel für Windows, für Mac oder auch für Linux-Systeme. Ich lade mir das hier einfach mal für Windows herunter. Das geht auch relativ zügig, das ist nur so ein ganz, ganz kleines Programm. Und wir können anschließend halt eben das Programm auch direkt starten. Ja, dann kommen wir schon zu dem nächsten Problem. Die Kunden sagen immer, ja, ich habe mir das runtergeladen, aber das funktioniert nicht. Doch, doch, das funktioniert schon. Ihr müsst das natürlich auch mal installieren. Herunterladen ist die eine Sache. Der zweite Schritt wäre das Installieren. Und das geht natürlich hier, wenn ich mir die Datei, die ich gerade runtergeladen habe, auch installiere. Ja, wo finde ich die Datei? Natürlich, ganz klar. Wir finden die Datei natürlich in den Downloads. Wer also dieses Fenster, so wie ich gerade hier oben, einfach zugemacht hat, der geht einfach mal in seinen Computer, sucht mal den Punkt Downloads und dort sollte es eigentlich so eine Datei geben, die so ungefähr aussieht wie das hier, Synology Assistant und dann irgendeine lange Nummer. Das wäre das Mindeste. So, haben wir das also gefunden, dann können wir jetzt hier auch mal mit einem Doppelklick die ganze Sache installieren. So, das hier, das ist Installieren. Also, wir drücken hier mal auf OK. Wer möchte, kann das natürlich auch in Japanisch, in Englisch oder in Russisch installieren. Ich mache das mal einfach jetzt hier in Deutsch. Das sieht natürlich viel besser aus und ich kann das vor allen Dingen auch besser lesen. So, was kommt hier noch? Ja, hier kommt noch eine Frage. Möchte ich denn diesen Gerätetreiber installieren? Dann sage ich natürlich, natürlich möchte ich das. Und ich möchte jetzt auch gleich diesen Assistenten direkt einmal ausführen. Also drücken wir einfach mehr auf den Punkt Fertigstellen. Und dann kommt noch mal die Frage nach der Windows Firewall. Da müsst ihr natürlich auch mal den Zugriff zulassen. Ich mache das mal ganz einfach hier. Klickt mal das mit an. Das ist vielleicht bei euch nicht nötig. Ich mache das einfach mal. So, wir sehen im Hintergrund schon, da läuft das Programm schon. Und der sucht jetzt hier schon fleißig nach Synology-Systemen. Und was soll ich sagen? In meinem Falle hat der kein System gefunden. Jetzt kann ich allerdings mit Gewissheit behaupten, ich habe hier wenigstens 2 bis 3 Systeme, die hier fast auf meinem Tisch stehen. Also, das ist natürlich sehr merkwürdig, aber das kann natürlich mal passieren. Man darf vielleicht die Meldung auch nicht ganz so ernst nehmen, aber wenn ich nochmal auf den Schalter Suchen drücke hier oben, dann findet er natürlich hier auch einige Synology-Systeme und zeigt mir bei der Gelegenheit gleich auch an, ob diese Geräte schon eingerichtet sind. Wenn euer System noch gar nicht eingerichtet ist, dann sollte hier bei dem Status hier sehen, nicht eingerichtet oder nicht konfiguriert, sowas in der Art.
Ist das System bereits eingerichtet? Also haben wir schon einmal den ersten Zugriff sozusagen durchgeführt und die erste, ja, so die Grundinstallation halt eben schon mal durchgeführt, dann finden wir das ganze Ding auch hier in dieser Liste hier. Es sollte auf jeden Fall bei euch jetzt hier auch mindestens ein Gerät zu sehen sein. Ja, und was soll ich sagen? Hier steht drin, wie die Synology heißt und hier steht auch die IP-Adresse drin. Jetzt können wir natürlich einfach mal das Gerät hier anklicken, auf das wir uns verbinden wollen. Ich nehme dazu einfach mal hier dieses Gerät und dann sehe ich sogar auch hier hinten, was für eine Version das ist. Hier sehe ich auch hier hinten, das ist eine 7.0, also hier ist ein DSM 7 drauf. Und wir sehen auch hier, ich habe hier tatsächlich auch schon oder noch zwei Systeme hier mit DSM 6.2. Die habe ich noch nicht abgegradet. Die möchte ich auch noch nicht upgraden. Da muss ich erst noch mal ein paar Probleme sozusagen lösen. So, was kann ich nur tun? Ganz einfach. Ich kreuze hier einfach mal das System an, mit dem ich mich jetzt hier einfach verbinden möchte. Also mit dieser 0100 hier. Und sage einfach hier verbinden. So. Was passiert? Ganz klar, ich komme auf meine Synology und kann mich jetzt hier auf meinem System auch einfach anmelden. Na, ganz einfach. Ja, wir sehen schon, das hat soweit funktioniert. Ja, hier kommen natürlich wieder so ein paar Meldungen und so weiter, aber darum geht es ja gar nicht. Es ging ja nur darum, halt eben festzustellen, wo ist meine Synology? Wie kann ich die wiederfinden? Und damit das in Anführungsstrichen in Zukunft nicht mehr passiert. Wir können aber jetzt hier den Fehler schon sehen. Denn hier, als ich das Ganze eingerichtet habe vor ein, zwei Tagen, da hatte die Synology noch die IP-Adresse 192.168.0.12. Ja, damals. Und mittlerweile sieht das ganz anders aus, denn wir sehen jetzt hier, die hat nämlich jetzt mittlerweile hier die 0.100. Also eine ganz andere Adresse. Okay, also damit haben wir das geklärt. Mit dem Synology Assistant, den ich mir einmal kurz herunterladen kann, bin ich also in der Lage, auch eine verschwundene, eine verschollene Synology hier ganz einfach wiederzufinden, sofern die natürlich am Netzwerk hängt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Hat die natürlich den Netzwerkstecker überhaupt nicht eingesteckt oder ist der Strom vielleicht auch von der Steckdosenleiste gar nicht eingeschaltet, dann ist hier natürlich null, nichts, nada. Dann finde ich natürlich hier auch nichts wieder. So, was habe ich hier noch für Möglichkeiten? Ich habe hier ja einmal die Möglichkeit, nach System zu suchen, haben wir schon gesehen. Wir können uns hier verbinden und wir können auch hier ein Laufwerk verbinden. Auch das wollen wir einmal ganz kurz gucken, was das hier bedeutet. Wenn ich hier sage, ich möchte ein Laufwerk verbinden, muss ich mich einmal kurz an meinem System anmelden. Dann will ich das auch mal probieren. Ich habe hier tatsächlich noch das Admin-Konto drin. Scheinbar habe ich wohl vergessen, dieses Admin-Konto zu deaktivieren. Naja, Schwamm drüber, ist ein anderes Thema. So, dann sehe ich jetzt hier auch an der Stelle sofort, welche Freigaben hier, also sprich, welche gemeinsamen Ordner hier schon auf diesem System, auf dieser Synology eingerichtet worden sind. Und ich kann mich jetzt hier mit irgendeinem dieser Laufwerke verbinden. Ja, dann wähle ich doch ganz einfach mal hier den Students-Kurs aus. Das ist doch bestimmt was für mich. Und dann sage ich einfach mal weiter. Dann kommt noch die Frage, was für einen Laufwerksbuchstaben möchtest du denn dafür nutzen? Jetzt kann ich natürlich hier irgendeinen anderen Buchstaben auswählen, wenn ich möchte. Also irgendeinen Buchstaben, der halt eben noch nicht in Verwendung ist, also der noch frei ist. Also Z hier oben wäre blöd, weil das habe ich schon mit einem anderen System verbunden. Ich nehme einfach mal hier T für Training. Ha, oder ich hätte auch S für Student nehmen können. Das gefällt mir noch viel besser. Ich nehme einfach S wie Student. Ich klicke das mal hier auf Weiter und dann kommt hier mal eine Zusammenfassung. So wird das aussehen. Und ich sage einfach mal, das finde ich gut. Beziehungsweise, komm, zeig mir doch mal gleich, was denn in diesem Laufwerk alles drin ist. Ja, und dann kommt hier schon eine schöne Meldung. Das funktioniert nicht. Das ist ja mal ein Ding. Ich gucke mal hier einfach in meinem Windows Explorer. Ich schaue mal hier und sehe, dass das tatsächlich nicht funktioniert hat. Okay, sei es drum, ist nicht so schlimm. Ich brauche das in der Sekunde auch nicht, denn es gibt ja noch einen zweiten Weg, um auf meine Daten zuzugreifen. Das kann ich natürlich auch ebenfalls mit meinem Windows Explorer machen. Wenn also dieser Assistent nicht wirklich will, nehme ich einfach meinen Windows Explorer. Dazu gebe ich hier einfach mal den UNC-Pfad ein. Und der UNC-Pfad beginnt immer mit zweimal Backslash. Dann schreibe ich hier einfach die IP-Adresse rein. Das ist ja die IP-Adresse, die wir ja auch schon hier oben in unserem Browser gesehen haben. Und ich muss mich jetzt hier natürlich einmal an meiner Synology anmelden. Das will ich auch tun. Und weil ich das natürlich nicht jeden Tag neu eingeben will, halte ich das natürlich hier im Speicher fest und sage einfach hier Anmeldedaten speichern. Dann muss ich mich nicht jeden Tag wieder neu an dieser Synology authentifizieren.
So, ich sage einfach mal okay, mal gucken, was passiert. Und wir sehen tatsächlich hier genau die gleichen Freigaben, die uns auch dieser Assistent hier vorhin gezeigt hat. Und ich hatte ja vorhin versucht, mich mit diesem Synology Students zu verbinden, mit diesem Ordner. Und es hat ja nicht funktioniert. Schauen wir mal eben ganz kurz, ob ich denn da reinkomme. Ja, da komme ich rein. Da ist allerdings nicht viel drin. Lohnt sich also auch gar nicht, damit zu verbinden. Ich denke mal, das hier wäre interessanter. Schauen wir mal hier rein. Ja, auch nicht so wahnsinnig interessant. Aber dann nehme ich doch einfach mal hier diesen Ordner und verbinde den. Das kann ich jetzt hier mit der rechten Maustaste einmal machen. Ich gehe mit der rechten Maustaste mal da drauf und sage hier einfach mal Netzlaufwerk verbinden. Also die gleiche Funktion, die wir gerade auch in dem Assistenten gesehen haben. Und hier wieder, ich wähle nun hier einen Buchstaben aus, der noch verfügbar ist. Das Laufwerk Z geht ja nicht, haben wir schon festgestellt. Diesmal nehme ich hier mal das T für Training. T für Kurs passt ja eigentlich nicht, aber ist nicht so schlimm. Und ich sage natürlich auch hier, ich möchte natürlich, wenn ich mich nach morgen wieder anmelde an meinem Computer, diese Verbindung natürlich gleich wieder haben, also das Laufwerk T gleich wieder haben. Ich drücke mal auf Fertigstellen und siehe da, das funktioniert und da ist auch was drin. Gucken wir das Ganze nochmal hier an der Stelle hier und dann sehen wir, aha, okay, da ist er doch hier, Synology Kurs. Warum allerdings hier mein Backup-Laufwerk nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ich gucke mal da rein, Doppelklick, okay. Der hat das Ding nicht gefunden. Ist nicht so schlimm. Kümmern wir uns jetzt nicht drum. Wichtig war ja, dass wir uns unsere Synology jetzt hier verbinden konnten. So, brauche ich noch mehr Laufwerke hier aus dieser Synology? Dann machen wir das Ganze noch einmal. Ich gebe wieder hier oben den UNC-Pfad ein. Also hier diese Doppel-Backslash. Für alle, die nicht wissen, wo dieser Backslash überhaupt ist, hier nochmal der Hinweis auf der Tastatur. Das macht man auf der Tastatur. Und zwar, wir nehmen mal die rechte Hand. Okay. Wir nehmen mal den Daumen und drücken mal mit dem Daumen unten rechts neben der Leertaste auf Alt GR. Da ist eine Taste, da steht ein kleines Alt und dann eine Leertaste und GR. Da drücken wir mit dem Daumen einmal drauf. Jetzt halten wir die natürlich fest. Und jetzt nehmen wir entweder den Zeigefinger oder von mir aus auch den Mittelfinger, wer große Hände hat. Und wir suchen oben mal einfach die Taste mit dem Fragezeichen, mit dem SZ. Und wenn man das beides drückt und das gleich zweimal drückt, dann kommt hier tatsächlich so ein Backslash raus. Gut, haben wir das geklärt? Die Nummern, ich sag mal, die Ziffern, die müsstet ihr auf eurer Tastatur schon selber suchen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wo sich die tatsächlich befinden. Wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr es geschafft habt und diesen UNC-Pfad jetzt hier eingegeben habt, dann sollte das ja ungefähr hier so aussehen, wie das bei mir aussieht. Und ihr könnt hier, wie wir das schon kennengelernt haben, gerade einfach mit der rechten Maustaste hier, ich nehme jetzt mal wirklich diesen Student-Ordner hier, mit der rechten Maustaste einmal anklicken und sagen Netzlaufwerk verbinden. Ich wähle wieder hier irgendein Buchstaben aus, der noch frei ist. Und ich möchte das natürlich halt eben auch beim nächsten Mal wiederherstellen. Und dann sieht das Ganze tatsächlich auch so aus. Habe ich jetzt hier schon zwei. So, das kann ich jetzt natürlich x-beliebig viel mal fortführen. Das sollte eigentlich auch schon reichen, denn ich wollte dieses Video gar nicht so lange machen. Es sollte halt eben nur einmal zeigen, wie ich meine Synology wiederfinde und wie ich meine erste Datenverbindung einrichten kann. Ich muss ja wohl nicht erklären, dass ich natürlich jetzt hier die Daten herunterladen kann oder auch Daten da drauf kopieren kann. Ich glaube, das solltet ihr schon selber wissen, wie das in eurem System funktioniert. Beim Mac sieht das ein bisschen anders aus, aber da kümmern wir uns auch ein anderes Mal drum. So, dann war es das eigentlich auch schon mit meinem kurzen Quick-Tipp. Ich bedanke mich nochmal hier ganz herzlich fürs Zusehen bis hierhin und verweise nochmal hier auf unseren neuen Synology Cloud Masterkurs. Und wer noch weitere Fragen hat, der findet bestimmt auf unserer Webseite die entsprechenden Antworten. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne auf unserer Webseite mal ein Coaching buchen. Und ich freue mich über jeden Daumen hoch und positiven Kommentar. Bis dahin, euer Frank. Ciao.